Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es wäre schön, aber so einfach geht es dann doch nicht. Fakt ist, dass wir als Kunden und auch als Verbraucher, aber vor allen Dingen auch das Handwerk selbst, mehr Meister gebrauchen könnten. Denn die Zahl derer, die eine Meisterprüfung ablegen, ist in den letzten 20 Jahren stetig gefallen, von knapp 34.000 in den zulassungspflichtigen Gewerken der Anlage A auf heute nur noch 19.500. Und das ist ein Rückgang um rund 43%. Das ist volkswirtschaftlich gesehen ein schlechtes Signal, das wir als CDU-CSU-Fraktion deshalb gerne umkehren möchten. Doch der Weg zum Meistertitel ist kein Spaziergang. Übung, Fleiß, Disziplin und Können sind gefragt. Das zeichnet eine Meisterin, das zeichnet einen Meister aus. Und daher ist es uns als Union wichtig, quasi auch zu dieser Riesenzeit heute, über ein Anliegen zu diskutieren, das wir gemeinsam mit den vielen Millionen Beschäftigten und auch selbstständigen Frauen und Männern im Handwerk verfolgen, die täglich unseren Alltag sprichwörtlich am Laufen halten, den wir signalisiert haben, dass diese Verknüpfung von Tradition und Innovation ein Stück ihrer Identität zurückgegeben wird und der verloren gegangene ordnungspolitische Rahmen zurückgedreht wird. Und zwar, indem wir Gewerken, mehr Gewerken als aktuell, einen Weg aufzeigen, wieder zulassungspflichtig zu werden. Aus diesem Grund haben wir in unserem Koalitionsvertrag die Aussage verankert, wir werden den Meisterbrief erhalten und wir werden ihn auch verteidigen. Wir werden prüfen, ob wir ihn für einzelne Berufsbilder EU-konform einführen können. Und das, meine lieben Kollegen, in diesem Prozess, kann ich sagen, sind wir als Regierungskoalition mittendrin. Warum schlagen wir diesen sicher nicht einfachen Weg ein? Weil der Meisterbetrieb aus Sicht der CDU-CSU-Fraktion für Qualität, für Verbraucherschutz und auch als Garant für die duale Ausbildung mit ihrer Spitzenqualifikation der Meisterin und dem Meister steht. Und hier gibt es, das haben die Erfahrungen der letzten 15 Jahre gezeigt, deutlich negative Entwicklungen durch die rot-grünen erfolgten Liberalisierungsreformen im Jahr 2004. Als da wären, um nur einige zu nennen, die Verdrängung etablierter und qualifizierter Betriebe durch Billigkonkurrenz ohne entsprechende Qualifikation oder zum Beispiel der Boom bei der Gründung von Einmannbetrieben mit mangelnder sozialer Absicherung. Diese Fehlentwicklungen gilt es zu stoppen, ja. Es gilt sie auch umzukehren, und zwar um die sehr gute Reputation, die im Zusammenhang mit dem Meisterbrief seit jeher verbunden wird, zu erhalten, meine Damen und Herren. Konkret geschieht dies in einer Arbeitsgruppe der Koalition, die in enger Zusammenarbeit mit dem ZTH, mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaftsseite die Vor- und Nachteile sowie rechtlichen Möglichkeiten auslotet. Es gilt nämlich, das Ziel europarechts- und grundgesetzkonform umzusetzen, meine Damen und Herren. Und es ist bezeichnend, dass man davon im vorliegenden Antrag der AfD nichts findet. Aus meiner Arbeit als Berichterstatterin für die freien Berufe und auch für das Handwerk in den letzten Jahren weiß ich gerade sehr wohl, dass wir mit Blick auf die rechtliche Seite sauber arbeiten müssen, um nicht zu unrealistischen Forderungen zu gelangen oder auch EU-Verfahren zu provozieren, die nachher nur kontraproduktiv sein können. Das öffentlich einsehbare Gutachten von Professor Burgi in Richtung AfD zur verfassungs- und europarechtlichen Statthaftigkeit kann ich da nur empfehlen. Lesen Sie, es gibt wirklich eine gute Orientierung. Der Antrag der AfD tut dies leider nicht. Deshalb werden wir ihn auch, das wird Sie nicht verwundern, ablehnen. Sie machen eigentlich immer wieder das gleiche Prozedere, egal zu welchem Thema. Sie beschreiben in höchstem Maße negative Zustände, stellen dann in dieser Beschreibung Forderungen zur Seite und nicht ansatzweise werden hier detaillierte Lösungen aufgezeigt. Und meine Kritik kommt nicht von ungefähr. Nehmen Sie nur die Forderungen Ihres Antrages. Im ersten Punkt, wo Sie, ich zitiere, die Meisterpflicht im Sinne § 45 Handwerksordnung für alle zulassungspflichtigen Handwerksberufe wieder einzuführen, fordern. Wer das mit Verstand liest, bemerkt sofort, dass nur eine unsinnige Wortklauberei da formuliert worden ist, da die Definition zulassungspflichtiges Handwerk das Vorliegen eines Meisterbriefes voraussetzt. Für alle zulassungspflichtigen Handwerksberufe besteht die Meisterpflicht bereits. Hier muss also nichts wieder eingeführt werden. Das nenne ich handwerklich ganz schlecht gemacht. Wir in der Union hingegen
wollen ernsthaft und mit Sorgfalt die Fehlentwicklungen, die seit der rot-grünen Reform sichtbar werden, angehen. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass wir den Rechtsstaat achten, dass wir jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, indem wir die Betriebe kaputt machen, die in den letzten 15 Jahren sich erfolgreich etabliert haben, oder die Branchen blockieren, die mit der Liberalisierung gut gefahren sind. Kurzum, wir wollen eine gute Lösung, eine differenzierte, die dem Handwerk wirklich nützt und vor allen Dingen es nicht zusätzlich belastet. Daher plädieren wir, wie auch das Handwerk im Übrigen selbst, für eine offene und eine transparente und ausgewogene Entscheidungsfindung. Keine Passepartout-Lösung, wie von Ihnen vorgeschlagen, einfach 53 Handwerksberufe wieder zurück zur Meisterpflicht, sondern eine Lösung, die mit Experten aus der handwerklichen Praxis Hand in Hand mit der Politik an der zukünftigen Ausgestaltung des ordnungspolitischen Rahmens arbeitet. Wir haben mit unseren Gesprächen den Anstoß gegeben für die Ausarbeitung eines Kriterienkatalogs, der die Basis für die Wiederaufnahme einiger Gewerke in die Meisterpflicht sein kann. Und wenn dieser Katalog steht, meine Damen und Herren, plädieren wir dafür, dass wir mit den Branchen reden, die dann jeweils auch darlegen können, warum eine Wiederaufnahme wieder erforderlich ist oder auch gewünscht wird. Das kann man sicherlich mit einer Anhörung machen. Wir brauchen eine klare Operationalisierbarkeit einer begrenzten Anzahl rechtlich relevanter Kriterien, deren Erfüllung auch empirisch nachweisbar sein muss. Und so kommen wir dann, denke ich mal, zu einer Lösung, die dann das Handwerk dort unterstützt, wo diese Wiedereinführung nötig und sinnvoll ist. Und das, meine Damen und Herren, das muss unser gemeinsames Ziel sein. Und so verstehe ich dann auch im Übrigen den Antrag der FDP-Fraktion, der unseren Arbeitsprozess, ich sage es einfach so, eben den ich beschrieben habe und den wir schon seit mehreren Monaten verfolgen, stecken, einfach wiedergibt und aus meiner Sicht verspätet kommt und damit keine neuen Impulse setzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Man kann durchaus zusätzliche Impulse setzen. Meisterbonus, Meister BAföG sind ganz wichtige Dinge. Wir sind in meinem Heimatbundesland Niedersachsen hier mit gutem Signal vorangegangen. Und wenn es einen gibt, dem die Zukunft des Handwerks am Herzen liegt, dann der Union, um es mit dem Motto einer Glaserei aus Bremerhaven zu sagen, die es bei der Azubi-Suche über den YouTube-Kanal zu einem Hit gebracht hat, aufgeben ist keine Option. Wir sind Handwerker, wir können das. Und ich ergänze, die Union versteht ihr Handwerk auch. Ich wünsche uns in diesem Sinne eine gute, eine ehrliche und eine zielgerichtete Debatte, die dazu beiträgt, das Handwerk zu stärken. Ich lade Sie alle dazu ein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächster Redner ist der Kollege Manfred Todenhausen, FDP.